Jetzt wieder funktionabel ist das Steinbruch. Zack. Also das mit dem Ruhestein, das ist der ultimativ besseste Tipp, den ich je hätte bekommen können. Ne? Ich möchte das hier einmal bauen und wir setzen ihn. Wo setzen wir ihn hin? Ach, Theo, praktisch können wir ihn eigentlich gleich hier unten irgendwo hinklöppeln. Ne? Passt das hin? Nee, es sieht nicht so aus. Zack, dann bauen wir ihn dahin. Da möchte ich ihn hinhaben. Und den Baum, den können wir hier. Näher brauchen wir Technologie. Gut. Ich wollte gerade sagen, den können wir doch auch vernichten. Nein, können wir nicht. Ja, es ist so, wie ich sagte. Es ist so. Geil. Ja, gut. Oh, da werden wir jetzt mal richtig ordentlich hier. Zack. Und zwar, da holt er sich nämlich jetzt das aus dem Lager raus. Ah, was wir da unten aufgebaut haben. Ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder, was heißt seit nach langer Zeit? Also ich habe gerade den Eindruck, es läuft. Sagen wir es so. Unfassbar gut. Und dafür, schau mal einer, guck, gibt es dafür blaue Punkte? Ah, es sind die Energiepunkte. Ich wollte gerade sagen, irgendwas Blaues ist da angezeigt. Ja, also jedes Mal zieht es uns Energiepunkte ab, aber andere Punkte kriegen wir. Das ist gut. Richtig gut. Gut. Dann, glaube ich, werden wir... Oh, bis zu welcher Sündenzeit wollen wir das machen? Welche Sündenzeit brauchen wir als nächstes? Wir haben gesagt... Ja doch, wir können zur nächsten Sündenzeit, Zeit des Neides, das Grüne, werden wir nochmal zur Schlange gehen. Und so lange werden wir hier oben sinnvoll einfach ein paar Dinge tun. Geil. Dann haben wir nämlich das mit den Ressourcen auch einigermaßen erledigt. Außer mit dem Holz, ne? Holz kriegen wir hier nicht klein, oder? Eisenerz kriegen wir hin, Steine kriegen wir hin. Aber gab es fürs Holz irgendwas? Nein, das Holz ist das Einzige, was wir so selber nach unten schleppen müssen. Ja, aber gut, das können wir so nach und nach mal machen. Siehst du, ist nämlich jetzt alles leer. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir nicht zwei, drei Erzklumpen irgendwie abgebaut. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht dezent für Nachschub gesorgt. Dann machen wir das jetzt schnell. Laden was auf. Ach, wie gut ist das denn? Und normale Steine gab es ja hier auch noch, ne? Oh, wie cool. Und dann können wir nämlich, glaube ich, gleich erstmal wie bescheuert Barren schmelzen. Oder wie machte man den Stahl? Ich weiß gar nicht. Ach, wir gucken mal. Bei Kohle haben wir, glaube ich, ziemlich viel beisammen. Geil. Und ich habe das so dämlich hier nach unten geschoben, ne? Weil ich dachte, weil ich ja immer noch davon ausging, wir müssen alles blöd nach unten transportieren. Aber brauchen wir ja gar nicht. Wir können es uns jetzt so klein machen, dass wir es in die Täsch stecken können. Geil. So, die 6 sind voll. Ich glaube immer 6, ne? Stand irgendwie sowas? Und jetzt pack es doch hin. Wo ist dein Problem? Da, hinlegen. Ist jetzt ein bisschen lauflastig. Aber dann haben wir mit einem Schlag wahrscheinlich so viel, dass wir unten, wie soll ich sagen, eine neue Kiste bestimmt bauen müssen. Den nehmen wir auch noch mit. Und wenn wir dann nämlich auf dem Weg nach unten sind, werden wir auch noch ein bisschen Holz einpacken. Wir müssen eh gleich wieder pennen gehen.
Weil jetzt haben wir schon wieder keine Energie mehr. Aber es ist ja ganz gut, dann wird es wenigstens zwischendurch immer wieder gespeichert. Geil, geil. Dann können wir eigentlich auch fast einen Haken hinter Ressourcen machen. Jetzt das, also das mit dem Ruhestein beschleunigt unser Spiel ungemein. Das finde ich gut. Hättet ihr es einfach so ausprobiert? Er war ja nicht gerade günstig. Er war ja ziemlich teuer. Irgendwas mit einem silbernen. Und da das Geld generieren in diesem Spiel ja teilweise manchmal, naja, nicht ganz so einfach ist. Also ohne zu wissen, was dieser Ruhestein macht, weiß ich nicht, ob er mal eben so einen Silbertaler irgendwie investiert hätte. Hand aufs Herz, wer von euch hätte das gemacht? Einfach mal random irgendwie beim Händler den Stein anbietet, zu sagen, ja, gib mir diesen Stein, weil ich diesen Stein jetzt haben möchte. So, das müsse... da brauchen wir diese Dinger, ne? Da brauchen wir diese Dinger. Gut, gut, gut. Aber wir können zumindest die wir hier jetzt haben, nochmal nach unten schleppen. Zack. Und das so ein bisschen wieder auffüllen. Ich will euch ja auch nicht zu sehr langweilen, aber wir kommen ja mit einigen Ressourcen nach Hause. Geil. Cool. Kohle hatten wir noch genug, ne? Ich weiß, wir haben relativ viel abgebaut, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Wenn wir schon mal hier oben sind, könnten wir natürlich auch nochmal schnell Kohle abbauen. Warte mal, wo waren das? War das hier? Nee. Das ist nichts. Einfach nur ein Loch in der Feldspalte. Dann war es hier hinten irgendwo. Yes, da. Gut, hier liegt schon wieder so viel, dass wir gar nicht alles einsammeln können. Es wird ja nicht schlecht. Sündezeit! Jetzt ist Schlange da. Und nach der Schlangensündenzeit haben wir nämlich Zeit des Towns. Da werden wir zum Inquisitor gehen, denn da haben wir nämlich ja auch noch eine Mission. Wir sollen ja mit ihm reden. Das ist die Mission für den Roma-Baron. Sonst spricht der nämlich nicht. Und vielleicht haben wir dann schon ein bisschen mehr Erkenntnisse, wenn wir nämlich zur Zeit der Trägheit, die Zeit nach der Zeit des Zorns, zum Astrologen nach oben gehen. So läuft das. Hoffentlich. So, jetzt haben wir gleich keine Energie mehr. Aber haben hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Das finde ich gut. Gehe ich jetzt nochmal da oben pennen oder gehe ich unten pennen? Komm, wir gehen mal nach unten. Nach Hause. Wo ist zu Hause? Da ist zu Hause. Hier ist zu Hause. Schlafen. Schlafen. Aufräumen. Schlange. Wobei, Schlange gibt uns ja nichts, ne? Wollen wir mit vollen Taschen hin? Ich tue mich so ein bisschen schwer, weil wenn er dann irgendwas hat, was er uns geben will... Und wir haben keinen Platz in der Tasche. Hier regnet's. Wie unsympathisch. Silber, ne? Guck mal, wie viel Silber wir jetzt haben mittlerweile. Es ist so krass. So, da haben wir normale Steine, die können wir rüber machen. So, jetzt ist es nämlich schon wieder voll. Einfach nur voll. Aber nicht schlimm, wir haben ja hier noch eine zweite Kiste zu stehen. Theoretisch bräuchten wir fast noch eine dritte Kiste. Nägel müssen wir auch bauen. Ja doch, Nägel brauchen wir. Ich schreibe mir nochmal Nägel auf. Wollen wir einfach noch eine Kiste bauen? Ja, ich bin dafür, dass wir noch eine Kiste bauen. Aber wo stellen wir die hin? Passt die hier hin? Ja. Wir können sie ja zur Not immer noch einreißen, wenn wir sie nicht brauchen. Und Nägel herstellen. Das... wäre auch noch eine Mission. Das machen wir schnell. Zack. Weil dann würde ich nämlich in die untere mehr so die hergestellten Sachen hinpacken. Ja, jetzt fängt sie auch hier an, die Kistencast zu machen. Und diese hier tatsächlich auch was Ressourcenmäßiges reinpacken. Weißt du, wie ich meine? Oh, Gold. Haben wir nicht noch ein Goldnugget? Wollen wir nehmen. Hier.
Aber absolutes Chaos müssen wir natürlich nicht machen. So. Und ich sehe gerade, das Blümchen brauchen wir nicht. Das können wir zerstören. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir nicht brauchen, was weg kann? Ja, das Gebet. Wir rennen die ganze Zeit mit unserem Spendengebet hier durch die Gegend. Als würde irgendjemand uns unterwegs nach einem Spendengebet fragen. Oder als würde irgendjemand verlangen, dass wir unterwegs plötzlich anfangen zu predigen und beten. Entschuldigung, kannst du bitte predigen? Ich möchte gerade ein Spendengebet hören. Das fragt euch ja keiner. Never. So, Schlangefreund. Hallo. Na? Wegen dieser Halskette. Was? Gehen. Was? Wie? Wegen dieser Halskette. Gehen. Oh, ich brauche dein endloses Notizbuch. Ich brauche dein endloses... Was ist eigentlich ein endloses Notizbuch? Nennt sich das PC? Eigentlich ist ein PC ein endloses Notizbuch. Geil. So müsstest du mal zum Mediamarkt gehen. Weiß gar nicht, was sie tun. Ich hätte gern ein endloses Notizbuch. Ich bin gespannt, was er dir anbietet. Mir ist aufgefallen, dass du ein endloses Notizbuch bei dir trägst. Ich brauche es für etwas sehr Wichtiges. Ich brauche es selbst für ein Ritual, um meine Geliebte zurückzubekommen. Wer sagt das jetzt? Das verstehe ich nur zu gut, vielleicht besser, als du dir vorstellen kannst. Dieses Buch ist das einzige, was mir noch aus meiner Kindheit übrig geblieben ist. Im Weißen Haus wurde uns nicht erlaubt, etwas zu besitzen. Als sie mich aus dem brennenden Haus zogen, hielt ich es in meinen Händen. Dieses Buch bedeutet mir viel. Ich habe gerade ganz böses Kopfkino. Die Seiten dieses Buches werden nie ganz voll. Ich schreibe alles hier nieder und viele Seiten waren bereits voll, als ich angefangen habe. Ich frage mich immer, worum es bei diesen Notizen geht. Waren die Leute, die sie niedergeschrieben haben, glücklich? Weißt du was? Wenn mir das Ritual gelingt, kannst du das Buch haben. Ich werde es dann nicht mehr brauchen. Das Zeug, das ich suche, da brauchen wir also erst noch... Was? Bei 100 kriegen wir das endlose Notizbuch? Oh, wie sollen wir so viele Punkte noch zusammenkriegen? Ach du Scheiße, okay, ja gut, dann ja, dein Ritual. However, wie wir das anstellen sollen, ich weiß es nicht. Ist so ein kleiner, dezenter Rückschlag, ne? Aber er hat ja schon wieder sehr Rätsel gesprochen. Wir werden jetzt, wenn wir hier unten gleich mal sind, einfach mal gucken, ob wir hier sowas wie eine Liebesgeschichte an unserem Schreibtisch als Option finden. Ich glaube ja nicht, Spinnen. Achso, nee, das sind die Gebete. Gebet nach Reichtum. Das wäre eigentlich fast das Nächste, was wir anstellen sollten. Gebet nach Reichtum. Gebet nach Reichtum. Wir brauchen ein Kapitel dazu. Pass auf. Können wir nicht mehrere Notizen schreiben und dann... Warte mal. Komm, lass uns... mal ein bisschen vor uns hinschreiben. Und Notizen schreiben. Wir schreiben jetzt einfach mal wieder nieder, was wir alles erlebt haben. So, liebes Tagebuch. Der Astrologe hat erfahren, dass er Vater eines 25... Es ist immer noch so unwahr. Es ist wieder so unwirklich, wenn man das hört. Dass der Astrologe ein Kind besitzt, was 25 Jahre alt ist, von einer Zigeunerfrau namens Esmeralda. Das ist... Der RTL hätte es nicht besser schreiben können, oder? So, ah, wir können es nicht anfertigen, weil uns immer noch was fehlt. Gut, dann. Dass wir die immer nur einzeln anfertigen können. Na gut, schreibt er all diese Geschichten nieder und ist jetzt völlig entkräftet. Mitten im Schreiben schlafen gehen müssen, ist natürlich auch scheiße. Können wir uns nicht nach oben switchen? Jetzt sind wir richtig faul. Jetzt sind wir aber richtig faul. Oh, geil. Ja, aber guck mal, wir können es. Warum nicht nutzen, wenn man es kann?
Die Faulheit ausnutzen. Würde ich das tun? Ja. Also wenn es mich jetzt nicht körperlich verändert. Sündenzeit mit dem Schlafen und dem Speichern ist immer ganz schlecht. Ich werde mal eine neue Aufnahme machen. Ja, spannende Frage. Würdet ihr, wenn ihr euch teleportieren könntet, würdet ihr das regelmäßig anwenden und für was? Ja, jetzt wäre natürlich wieder die Frage, wo man sich dahin teleportieren lassen könnte. Also wenn es so wäre wie hier, dass du dich nach Hause teleportieren lassen könntest und vielleicht zu wichtigen Orten, also sprich zur Arbeit, in die Bar, zum Shoppen. Würdet ihr es dann des Öfteren benutzen? Die Frage ist natürlich auch, die ich mir stelle, ob das irgendwie jemanden, also ob das den Gary zum Beispiel irgendwie verändert. Weißt du, wie ich meine? Wir haben bald keine Tinte mehr, ne? Weil du weißt ja nicht, ob das irgendwas macht. Aber ich glaube, wenn das jetzt so nichts machen würde, irgendwelche körperlichen Einschränkungen, Veränderungen oder was auch immer. So, kann ja auch sein, dass das irgendwie im Kopf dumm macht oder so, ne? Ich glaube, dann würde ich es ziemlich häufig anwenden. Warum kann ich... Ich hab doch... Ach so, ich bin dumm. Wir haben ja festgestellt, damit wir das da auswählen können, muss es erst hier im Schriftrollenregal liegen. So, oder wir hätten einfach auch entsprechende Geschichten schreiben müssen. Warte. Lass uns doch mal hingehen. Hat ja so semi geklappt, ne? Also ist du 20% Erfolgschance, ne? Und es hat bis jetzt kein einziges Mal wirklich geklappt. Ärgerlich. Aber können wir nicht jetzt schon aus... Weil hier haben wir jetzt schon genug, ne? Komm, wir schreiben jetzt einfach erstmal hier eins. Dann ist das halt alles nicht so gut, was wir zutage bringen. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Darum geht es uns ja nicht. Wir wollen eigentlich nur ein Gebet. Ja, Gebet nach Reichtum. Freunde, das schreiben wir jetzt. Es hat zwar eine mindere Qualität, wird uns also auch nicht ganz so viel einbringen. Wir machen es jetzt einfach, weil wir es können. Geil, jetzt wird es so richtig geizig. Gebet nach Reichtum. Also wir brauchen Zähne der Kirche. Haben wir. Für eine erfolgreiche Zeremonie benötigt. Für diejenigen, die mit ehrlichem Handwerk ihren Lebensunterhalt verdienen. Gibt dir kommerziellen Segen, der einen Verkäufer verbessern kann. Predigteinnahmen plus 25 Predigtglaube plus 25% Handelssegen. Glaube mal 1 und eine Silbermünze. Ich würde sagen, wir probieren es einfach dann aus. Aber es war jetzt nichts mit Liebesgeschichte, ne? Tinte ist auch etwas, was wir nochmal herstellen müssen. Dazu brauchen wir schwarze Farbe. Injektionen können wir, glaube ich, auch nicht. Das mit der Säure finde ich so unfassbar umständlich, alles einzeln herstellen zu müssen. Was haben wir denn noch für Gebete? Ruhestättengebet, reumütiges Gebet, Kombogebet, ehrliches Gebet. Siehst ja, macht mich nicht an, ne, was wir noch so als Auswahl haben. Aber richtig gute Geschichte taucht ja auch nirgendwo auf. Kommt vielleicht später irgendwann. Na gut. Wobei. Was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt... Wo waren das mit den Fenstern? Warte, wo habe ich es gesehen? Ist es das hier? Nee, Reiche Kirchenbank? Nein. Superkraft des Glaubens? Weil das hier... Ah, doch, das haben wir freigeschaltet. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir das schon haben. So, hölzerner Schrein? Ist das Ding, was vorne steht, ne? Wandleuchter 2. Könnten wir die nämlich austauschen? Macht ein bisschen bessere Kirchen.
Oh, was ist das? Goldschmuckverzierung. Warum habe ich befürchtet, dass uns etwas fehlt? Etwas Entscheidendes fehlt, um die herzustellen. Ach, wie ärgerlich. Das heißt, wir können nur diese hässlichen Wandleuchter machen? Ach, doof. Dann lass uns vielleicht nochmal gucken, was wir stattdessen aussuchen. Also, Weichheit des Glaubens. Wir können eine Weiche kommen. Und guck mal, was wir dazu brauchen. Eine Weiche. Seide? Wo zum Henker kriege ich Seide her? Holzkonstruktion können wir jetzt herstellen, aber Seide? Einfach dieses andere. Ob wir mit 23 noch was anderes kaufen können? Leichenverbrennung. Fehlen uns die Grünen. Okay. Dann ist das so. Tja. Wir wollten jetzt zum Astrologen, ne? Wir wollten zum Astrologen. Ach nein! Ah, verdammt, das war die Zeit des Zorns. Wir haben es verpasst. Ach, scheiße. Ah, ich hab's verpasst. Ah, ich habe schon überlegt, was hier so lange dauert. Können wir nicht zum Inquisitor ganz schnell gehen? Nein. Ach, wie doof. Das tut mir leid. Weil jetzt, wenn es dunkel wird, geht er ja weg. Ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen. Wir können es probieren. Ach, verdammt. Ich habe schon überlegt, was das so lange dauert. Ach, ich bin doof. Sorry. Ah, der ist bestimmt schon wieder weg. Oder gerade auf dem Weg. Ah, verdammt. Warte, warte. Ah, nicht jetzt. Ach nö, jetzt muss ich wieder eine ganze Sündenzeit warten. Ach, Dreck, verdammter Mist. Scheiße. Ach, verdammt. Mit dem wollten wir unbedingt reden. Das habe ich vergeigt. Das habe ich vergeigt. Ich mache mir noch einen Pfeil hin. Ach, blöd. Weil, ich find's ganz schwierig, weil du halt zwei so eine roten Symbole, die sich so ähneln, hier drin hast, weißt du? Ach blöd, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Spannende Frage. Wir könnten schlafen gehen. Wenn du keine Ahnung hast, was du tun sollst, einfach mal eine Runde pennen gehen. Nein, Energie so ein bisschen auffrischen. Wir wollten ja zum Astrologen. Das dürfen wir auf keinen Fall jetzt verpassen. Wir können natürlich Nägel, siehst du, Nägel haben wir hergestellt, machen einen Strich durch. Nochmal angeln gehen. Der ist ja jetzt nicht sofort da. Das heißt, guck mal, wir werden uns mal zum Leuchtturm begeben. Oh, ist gar keiner da. Das heißt, der Gute ist auf dem Weg hierher. Und hier irgendwo war doch, glaube ich, auch ein Platz, wo wir angeln gehen können. Gar nicht so weit entfernt. Weil bis er dann da steht, siehst du, der braucht jetzt ein bisschen. Können wir mal gucken, ob wir die Zeit nutzen. Können wir nicht hier auch angeln? Geht das? Nee, hier geht's nicht. Schade. Unsere Leiche schwimmt hier oben noch, ne? Schade, hier können wir auch nicht angeln. Da liegt doch auch irgendwas. Hier liegt auch irgendwas. Aber es ist nicht unsere Leiche, oder? Das ist unsere Leiche. Wenn die irgendwann mal nach oben angeln können. Ich weiß es nicht. Aber genau. Weil wir waren ja jetzt ein wenig erfolgreicher das letzte Mal. Wir werden es jetzt einfach probieren. Hier. Vielleicht haben wir doch die Leiche irgendwann dran. Wir testen es. Ja. Ah, shit. Nachdem wir das letzte Mal nämlich rausgefunden haben, wie es ungefähr funktioniert. Ich muss nur den richtigen Zeitpunkt abpassen. Thank you.
Das gibt's ja nicht. Ach stimmt, wobei, nachts haben wir ja schon mal den Eindruck gehabt, dass es mit dem Angeln irgendwie schwieriger ist. Ja, ich hatte erst überlegt, ob wir warten, bis es hell wird und dann das Angeln nochmal angehen, aber er dann auch wieder weg ist und das dann auch wieder verkackt ist. Lass uns erstmal zum Astrologen gehen, mit dem da mal reden. Ihm die News erzählen, dass der Typ da oben erst nicht reden will oder beziehungsweise erst dann redet, wenn wir beim Inquisitor erfolgreich waren. Also, wir gucken mal. Gut, was die drei Teile des Laufs angeht. Schade. Tja. Stift und Tinte haben wir hier. Diverse Bücher. Tja, also ich hätte mir ja erhofft, dass wir vielleicht ihm ein Update geben können, aber interessiert ihn also nicht. Der Auftraggeber möchte erst das Endergebnis hören. Gut. So soll es sein. So soll es sein. Dann reizt mich das jetzt mit dem Angel nochmal. Sind vermutlich nur Steine da unten, ne? Also, wo ist es denn? Hallo? Da. Vielleicht war es auch einfach zu dunkel und nix hat angebissen. Ja. Also, in der Nacht braucht man nicht angeln. Ah, scheiße. Was bist du denn für ein dämlicher Fisch? Ah, fuck. Und wir haben Anchovy. Okay. Du Chovy, Anchovy. Weil theoretisch, glaube ich, brauchst du nämlich gar nicht so lange warten, bis irgendwas beißt, sondern nur, bis der erste Kreis kommt. Da war ich jetzt zu langsam. Und da auch. Wenn ich das jetzt richtig so gesehen habe. Hallo? Ich habe gedrückt. Da ist nichts passiert. Auch nichts. Sah schon wieder so ein bisschen buggy aus, ne? Wir müssen unbedingt auch noch mal ein paar Köder mitnehmen und ein paar Köder kaufen. Vielleicht brauchen wir auch einen speziellen Köder, um die Leiche daraus zu angeln. Aber was soll das sein? Piranha? Was hängt man da dran? Oh, jetzt sind wir aber ganz in der Nähe. Ich fange an zu schreien, wenn wir irgendwann diese Leiche hier rausangeln. Muss ich doch länger warten? Ah, da war nichts. Da war nichts. Erfolglos. Da wird nie etwas anbeißen. Auf ein neues. Ich wollte... Zack, dahin. Das sieht voll aus, als würde er die Leiche anpieken wollen. So, wir werden jetzt mal ein bisschen warten. Vielleicht bin ich doch zu schnell. Vielleicht müssen wir auch dreimal abwarten. Lass uns mal die Taktik probieren. Oder zumindest zweimal abwarten und beim dritten dann. Also pass auf, warte. Oder es ist eins. Oder es ist abhängig davon, was wir angeln wollen. Weil Fisch muss erstmal anbeißen. Zwei beim nächsten vielleicht. Du hörst ja, dass er was macht, ne? Okay.
Okay, so viel dazu. So viel dazu. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Nächste Zeit ist schon wieder Predigen. Wir gehen jetzt eine Runde pennen. Ja, zu Hause machen wir das. Und dann... was machen wir? Wir werden... Ja, das mit dem Angeln ist halt auch noch so eine Schwierigkeit, ne? Warum sollten wir nochmal... Oder wer hatte zu uns gesagt, wir sollen mit dem Buckligen reden? Wer war denn das? Also lass uns nochmal gucken, was wir hier haben. Geisterlaser. Auch das Verrückteste überhaupt. So, Roma-Baron, da kommen wir nicht weiter. Da brauchen wir den Wein dazu. Bekommen Necronomicon. Das ist die Geschichte. Liebesgeschichte. Fischfilets. Gute Fischfilets. Das heißt, angeln. Viel angeln. Die haben nix. Also, Roma-Baron, rede mit dem Inquisitor. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich habe eine Idee. Wir werden predigen. Und dann nochmal in den Opferbereich gehen. Da waren wir schon lange nicht mehr.